was sie mit eurem Körper machen, wenn ihr das Wort richtig aussprechen tut, machen wir das jetzt mal im Kollektiv, also alle zusammen. Muss wirklich alle zusammen. Auf drei sagen wir mal dieses Wort. Ja? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, das lang gar nicht. Was war das dahin? Dahin, ich sag's nicht. Ich hab ja nichts bezahlt, so sagen. Da schläft mich die Frau daher, da muss ich da oben stehen, Bier stand. Hab ich keinen Platz gefunden, sag noch, du zahlst, ich glaub's hackt. Noch ein Wunsch her, ich glaub's geht los. Also ihr müsst es aus euch rausholen, es mit einer Inbrunft, mit einer Inbrunst. Müsst ihr das aus dem Brustkorb rausschleudern, ihr müsst es raus, richtig rauskatapultieren aus eurer Gosch. Dein Vordermann muss doch noch eine neue Frisur haben, weißt du, was das heißt? Jetzt sind das verstanden, ja? Ich will das haben bis in die letzte Reihe. Ich will das da haben hinten am Springbrunnen noch. Ja, der Springbrunnen muss ausgehen von lauter Augenschein, die dort kommt. Ja? Aber hinten, wo ihr mit beschränkter Sicht seid und alles, da hinten, da oben, ich sag's nicht, du sagst, ah, pass mal auf jetzt. Und wenn ihr das Wort sagt, dann fühlt mal nach, spürt in euch und ihr wisst, dass euer Leben ein längeres sein wird. Auf drei, Achtung, eins, zwei, drei. Ja. Und jetzt spürt ihr mal noch, spürt noch, merkt ihr das? Spürt noch in jede Phase eures Körpers. Oh. Sag euch, wenn ihr das ein paar Mal am Tag macht, manchmal auch einfach überraschend, irgendwo steht am Supermarkt, tut! Oder was weiß ich, beim Finanzamt gibt es ja Steuer ab, tut! So. Das hilft, da kann man, ihr lebt vorneweg zwei, drei Tage länger, 100%. Gerade für Männer ist es entscheidend. Ich habe jetzt immer wieder auch Probleme mit Männern, die mich aussprechen, sagen, mach doch mal was über uns Männer, im Gedauern geht es um Frauen und so. Männer haben es sehr, sehr schwer, ich weiß es. Also gerade wenn Männer, doch. Ihr seid so leicht zu haben, das ist... Also was ich sagen will, Männer, wenn die in ein gewisses Alter kommen, dann schlafen die nicht mehr so gut. Frauen... Ich glaube, ihr habt schon ein paar Wochen nicht mehr geschlafen, so wie ich sage. Also auf jeden Fall, Männer schlafen dann nicht mehr so gut, Frauen nicht. Bei Frauen ist es kein Problem. Das ist was von der Evolution. Nicht von der Evolution, das war schon früher so, wenn Frauen irgendwo in der Höhle gelegen waren, haben sich ein Augenbild in ihr Fell, zugedreht, fertig. Männer nicht. Männer sind Jäger. Männer liegen wach, halt noch. Sie liegen im Bett und denken, rennt ein Reh durch mein Schlafzimmer. Muss ich den Bogen?